Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Vorlesung in der Vorlesungsreihe zur Biodiversität. Wir sind bei Video 27 und befassen uns immer noch mit den ausgestorbenen Gruppen der drei Höckerzähner im weitesten Sinne. Und dazu kommt mit diesem Video eingeschlossen noch drei Videos. Dann sind wir da durch und kommen wieder mal endlich zu ein paar lebenden Sachen, wo es auch ein bisschen mehr Infos gibt. Aber wir machen das noch sauber zu Ende und ja. Machen heute weiter mit den gleitenden Biestern, die Volaticoterini. Und ja, wie immer fangen wir mit einer kleinen Beschreibung an, wenn es passend ist zu einer neuen Gruppe. Die Klade, also die Gruppe selbst, ist unbestimmt. Man weiß nicht genau, wo man die einzuordnen hat. Sie ist auf jeden Fall eine Untergruppe der echten Dreihöckerzähner und sie gilt wie alle eigentlich von diesen als unsicher, da alle Vertreter bereits im Mesozoikum, genau genommen in der Zeit des mittleren Jura bis zur Unterkreide, also 168,4 bis 139,8 Millionen Jahre vor unserer Zeit, ausgestorben sind. Es wurden nur wenige Fossilien gefunden, die waren dann in Südamerika, Marokko und China. Und die meisten Funde sind Zähne, aber teilweise hat man halt auch Kiefer gefunden, Knochen, aber auch Abdrücke von Haaren und Weichteilen. Und besonders letztere geben einige Einblicke zum besonderen Bau dieser Gruppe. Das wichtigste Erscheinungsmerkmal auf jeden Fall sind die Backenzähne, also die Molaren. Wie bei allen drei Höckerzähnern haben die diese charakteristischen drei Höcker oder diese drei hügelartigen Erhebungen. Jedoch sind die in dem Fall hier sehr amorph, da die Höcker sehr hoch, gekrümmt und nach hinten ausgerichtet sind, wobei ein Cingulum fehlt. Also Cingulum, das ist dieser Bereich, sage ich mal, am unteren Teil des Zahns. Die fehlt hier. Die Eck- und Schneidezähne, also Canines und Incisors, sind verlängert. Entschuldigung, Incisors. Und dieser Gebissaufbau entspricht, wie man es auf den ersten Blick vielleicht auch vermuten mag, einem Raubtiergebiss. Dann haben wir noch, dass beim Oberschenkelknochen, also dem Femur, der Schenkelhals fehlt. Das ist mal hier mit rot gezeichnet. Links ist der Kopf, rechts der rechte Zungen, die Verbindung ist der Hals, der fehlt halt. Und das hat den kleidenden Biestern es höchstwahrscheinlich ermöglicht, die Beine seitlich zu strecken. Das ging damit einher, dass sich auch die Oberfläche ihrer mit Pelz überzogenen Flughaut, den Patagium, vergrößerte. Und die hat sich über die gesamten Gliedmaßen erstreckt, höchstwahrscheinlich sogar bis Kopf und Schwanz, und ermöglichte so den Gleitflug. Es war also ein gleitender Jäger. Ja, aufgrund des Gleitfluges vermutet man selbstverständlich, dass es eine baumbewohnende Gruppe war, also arborale Lebensweise. Und da haben diese gleitenden Biester, woher sie auch ihren Namen haben, wahrscheinlich aufgrund des Raubtiergebisses zwischen den Baumgipfeln hin und her geglitten und dabei kleinere Insekten oder andere Säuger erbeutet. Aber es ist auch nicht auszuschließen, dass sie, ich sage mal, vom Baum herabgestürzt sind auf den Boden und dort ihre Beute erlegt haben. Ja, das ist eher untypisch, da andere gleitende Säugetiere bis auf ein paar Fledermausarten vornehmlich Pflanzenfresser sind. Ja, Gewicht, wie ihr seht, 70 Gramm, das ist nicht besonders viel. Höchstalter kann natürlich keiner wirklich mehr sagen. Und die Körpergröße war bis zu 14 cm. Es waren also wirklich sehr, sehr kleine, würde heute vielleicht sagen, Flugmäuse. Die Volaticoterini, also die gleitenden Biester, können nochmal in andere Gruppen unterteilt werden, hauptsächlich Gattungen. Wie ihr seht, das sind die Gleitbiester, also die im engeren Sinne. Die heißt ein Volaticoterium, das ist eine Gattung. Dann die Gattung der Fischkegelzähner, der Ichthyokonodon. Die Gattung der drei Kegelräuber, Trichonolestes. Und die Gattung der Argentoconodon, Argentinier Kegelzähner. Machen wir weiter bei den Gleitbiestern, also die engere Verwandtschaft, woher halt auch die Übergruppe ihre Beschreibung und Namen hat, also Volaticoterium. Und ja, die Gattung ist, hätte es gedacht, eine Untergruppe der gleitenden Biester
Und wie immer gilt sie als unsicher, da alle Vertreter bereits die Mesozoikum, genau genommen der Zeit des oberen Jura bis zur Unterkreide, 158 bis 130 Millionen Jahre vor der Zeit ausgestorben sind. Es wurde nur ein einziges Fossil in den Tohoku-Schichten nahe zur gleichnamigen Stadt Daohugu im Nordosten von China gefunden. Und die einzig beschriebene Art der Gattung heißt antike Kleidbiester, Volaticotherium anticum. Ja, die Merkmale sind identisch mit der Übergruppe, also mit den kleidenden Biestern. Der Schenkelhals, der fehlt, Flughäute sind vorhanden und die Eck- und Schneidezähne sind verlängert und weisen amorphe Gestalt auf. Deswegen ebenso die Lebensweise als baumbewohnende Insektenfresser. Größenangaben bleiben eigentlich gleich und so. 70 Gramm ist das Gewicht, Höchstalter unbekannt, Körpergröße bis 14 cm. Und da kommen wir zu den Argentinier-Kegelzähnern, dein Argentoconodon. Und diese Gattung ist auch eine Untergruppe der gleitenden Biester und ebenfalls unsicher, da alle Vertreter bereits im Mesozoikum ausgestorben sind, und zwar genau genommen in der Zeit des unteren Jura, also 179 bis 178 Millionen Jahre vor der Zeit. Es gibt nur sehr wenige Fossilien, die in der Canadon-Asfalto-Formation gefunden wurden, und die liegt im gleichnamigen Bassin in Patagonien. Die einzig beschriebene Art der Gattung heißt Pharisäer Argentinier Kegelzähner, Argentoconodon Pharisaurum. Und neben den Merkmalen der Übergruppe, also der fehlende Schenkelhals, Flughäute, verlängerte Eck- und Schneidezähne sowie amorphe Dreiecker-Backenzähne, ist die Besonderheit der Argentinier-Kegelzähne, dass neben dem Schenkelhals auch der Schenkelkopf fehlt. Also bleibt dann eigentlich nur noch der Schenkel in dem Sinne übrig. Das hat natürlich auch einige Folgen für die Fortbewegung, vor allem im Gleitflug, zur Folge. Dadurch geht nämlich einige Manövrierfähigkeit verloren, denn jetzt hat man nicht mehr diese, ich sage mal, kegelförmig bis kugelförmiges Gebilde vom Gelenk, das sich gut bewegen lässt, sondern Knoche sitzt auf Knochen, sage ich mal. Das führt dazu, dass man das natürlich schlecht bewegen kann, aber es wird auch weniger Kraft benötigt, da die Spannung dadurch steigt. Auch hier hat man geschätzt mit 70 Gramm Körpergewicht und 14 cm Körpergröße passend zu der anderen Art. Dann haben wir die Fischkegelzähne, die Ichthyokonodon. Und das ist auch eine Untergruppe der gleitenden Biester, die unsicher ist, da sie im Mesozoikum ausgestorben ist. Diese allerdings in der Zeit der unteren Kreide, also 139,8 Millionen Jahre vor der Zeit ungefähr. Es wurden nur zwei Zähne als Fossilien in der Ksametili-Formation in Marokko gefunden. Und ihr könnt euch vorstellen, anhand von zwei Zähnen kann man jetzt nicht wirklich besonders gute Aussagen treffen. Ist schon relativ mutig, die auch als einzigartige oder als eigenständige Gattung zu deklarieren, aber das nur by the way. Die beschriebene Art der Gattung heißt Jaworowskum Ichthyokegelzähner. Da hat sich jemand sehr viel Mühe gegeben, dass ich mir hier ein abbreche. Auf Latein klingt das genauso toll. Ichthyokonodon Jaworowskorum. Und das ist natürlich grundlos passiert und auch nicht, um mich zu ärgern, sondern nach dem berühmten Physiker Zbigniew Jaworowski und der Paläobiologin Sofia Kilian Jaworowska. Aufgrund des karnivorischen Gebisses und dem Fundort der Fossilien, welcher für einen maritimen Lebensraum spricht, wird vermutet, dass die Fischkegelzähne sich von Fischen ernährten, ist allerdings eine sehr gewagte These. Denn diese Behauptung wird hauptsächlich auf den Fundort gestützt. Also zu sagen, jo, passt auf, der lebt da, wo es eine marine Gegend war, da haben wir die Fossilien gefunden. Also musste jetzt irgendwie baumbewohnt und gleichzeitig fischfressend gewesen sein. Das ist sehr gewagt. Die Kleidfähigkeit, wie bei den anderen Kleidenbiestern, wird ebenso vermutet. Und in Kombination dieser Thesen besteht halt die Möglichkeit, dass es sich um ein Kleid handelte, welches von der Luft aus in Seen und Flüssen Jagd auf Fische machte. Wie gesagt, das ist eine gewagte These, die ist mit äußerster Vorsicht zu genießen.
Genauso gut ist es bei einem einzigen Fossil durchaus möglich, dass vielleicht ein anderer Räuber ihn erbeutet hat, vor Ort dahin gebracht hat und er deswegen nur da liegt. Oder aber, dass eine Naturkatastrophe, Sturm, Flut, was auch immer, das Fossil dahin getrieben hat und es eigentlich gar nicht der eigentliche Lebensraum war. Ja, zu Gewicht, Alter und Größe lassen sich dann von den zwei Zehen nicht wirklich Aussagen treffen, deswegen gibt es auch nichts. Womit wir zu den drei Kegelräubern, den Trichonolestes, kommen. Auch eine Untergruppe der kleidenden Biester der Volaticotherini, ebenfalls unsicher, da alle Vertreter bereits im Mesozoikum, genau genommen der Zeit des oberen Jura, also 145 Millionen Jahre vor der Zeit, ausgestorben sind. Es wurden nur wenige Fossilien in der Morrison-Formation in Wyoming und Colorado im Westen der USA gefunden. Zur kurzen Erläuterung der Morrison-Formation, das ist ein ziemlich großes geologisches Gebiet, das sich über mehrere Staaten der USA erstreckt, deswegen auch Wyoming und Colorado, weil es halt wie gesagt riesengroß ist. Da werden auch ganz, ganz viele Fossilien gefunden, die werden wir öfters mal hören, wenn wir was mit Fossilien zu tun haben, kann man sich vielleicht mal im Hinterkopf merken. Also, wenn ihr mal gefragt werdet, kennt ihr einen Fundort von einem Fossil, antwortet Morrison-Formation, in 50% der Fälle werdet ihr relativ gut liegen. Die einzig beschriebene Art der Gattung heißt Dornen-Dreikegelräuber Trichonolestes corvicuspis. Und die Abgrenzung erfolgt hauptsächlich durch den Fundort, was immer eigentlich ein schlechtes Merkmal ist. Man kann auch dazu viel nicht sagen, wir haben weder eine nähere Beschreibung noch Gewicht, Alter oder Körpergröße und sind damit jetzt eigentlich auch schon am Ende angelangt. Mehr gibt es zu den Volaticotherini nicht zu sagen. Und ja, damit sind wir am Ende der Vorlesung angelangt. Auch wenn das wieder mal eine ausgestorbene Gruppe war, wo es nicht allzu viel zu sagen gibt, hoffe ich, war es interessant, weil grundlegend ist die Idee, dass es schon so früh gleitende Säuger gab, beeindruckend. Also die haben ja zu der Zeit durchaus noch mit Dinosauriern konkurriert und auch da gab es natürlich Flugsaurier, also wenige kleine Flugsaurier gab es auch und echte Flugsaurier wahrscheinlich auch. Das ist schon eine beeindruckende Sache. Das muss man sich eigentlich mal so überlegen, dass die da in Koexistenz in Anführungszeichen gelebt haben. Natürlich waren die auch Konkurrenten indirekt. Vielleicht haben sie auch gegenseitig erbeutet, also hauptsächlich die fliegenden Saurier, unsere fliegenden oder gleitenden Säuger hier. Aber das ist schon ein evolutiv interessanter Stand. So, damit verabschiede ich jetzt aber. Bis zum nächsten Mal. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Würde mich wie immer über einen Like oder einen Kommentar freuen. Und ansonsten sage ich, macht's nicht gut, macht's besser. Bis zum nächsten Mal und tschüss.